こんばんは。こんばんは。こんばんは。Hey, what? Hallo Amerika! Wir sind unterwegs. Mit Imani. Imani sieht man gerade aber nicht. Voilà Leute, wir haben locker über eine Stunde gebraucht, um sie hier reinzupacken. Wir wussten nicht, ist sie zu dick angezogen, ist sie nicht zu dick angezogen. Dann haben wir meine Mutter angerufen, sie hat uns ein paar Tipps gegeben. Und hier ist das fertige Ergebnis. Entweder sie ist tief mehr entspannt oder sie atmet nicht mehr. Aber ich denke, sie ist tief mehr entspannt. Hey, ich bin gerade zum ersten Mal draußen, Leute. Für mich ist es voll komisch. Ich habe keinen Babybauch und ich habe kein Baby in der Hand. Glaubst du, hier ist kalt? Ich glaube nicht. Sie hat sich bewegt, die lebt noch. Wir hatten ein bisschen Probleme beim Anziehen. Irgendwie, manchmal, sie will einfach nicht. Und dann, man will diesen Arm nicht so strecken, weil man hat Angst, dass man ihn bricht. Das ist doch normal, sie will nicht. Stellt euch mal vor, jemand zieht euch fünfmal an und wieder aus. Katastrophe. Stell dir vor, morgen, du ziehst sie an, sie fängt einfach an zu reden. Sag, Mama, was machst du da eigentlich? Ich weiß, ich muss eigentlich so tun, als wäre ich ein Baby. Ich kann nicht reden, aber du übertreibst deine Rolle. Konzentrier dich mal. Das Gute ist hier, ich habe sie unter Kontrolle. Ja. Kann ich jemand Kinderwagen klauen? Ja, wallah. Wer sie klauen will, muss mich klauen. Und glaub mir. Als Räuber, du willst mich nicht klauen. Und jetzt Luisa dran. Voila Leute, man kriegt Rückenschmerzen ein bisschen, ja? Aber man genießt die Schmerzen, weil es wegen deiner Tochter. Der ist Baba-Gefühl, wa? Ja. Und wie geht's dir jetzt so nach der Geburt, wenn du spazieren bist? Ich hätte es mir einfacher vorgestellt. Hey, ein neuer Tag beginnt und wir haben hier wieder gesunde Sachen bestellt. Jindawi Bowl darf nicht fehlen. Ein paar Säfte. Leute, ich habe das letzte Spiel nicht gespielt. Manche von euch haben es gesehen. Ich saß auf der Bank, ich habe mit Luisa telefoniert. Anstatt spielen, hieß es telefonieren. Vielleicht ja mit Frau und Nachwuchs, ist ja gerade erst Vater geworden. Ich habe so eine ganz leichte muskuläre Sache, es ist nichts Schlimmes. Aber das Problem bei mir ist, wenn ich nicht trainiere, bin ich komisch. Ich werde ungeduldig. Ich brauche irgendeine Beschäftigung. Warte, jetzt stell dir mal vor. Ich trainiere nicht und sie wäre nicht. Ich mein's ernst, ich würde dich einfach aufessen. Ey, du hast richtig Hunger, ne? Ich hab auch Brust, aber da ist kein Milch drin. Ich wollte das schon immer machen. Imani, bist du bereit? Schön da oben, ha? Voila, sie hat mich letztens angemeckert, weil ich ein bisschen gekleckert habe. Guck mal. Stark, Luisa. Ist aber normal. Sie scheißt hier die Möbel voll. Du machst die Möbel dreckig, ich mach die Möbel dreckig. Kein Problem. Hey, wa. Was hat sich alles so geändert, als Imani auf die Welt kam? Alles. Voila, alles, Leute. Und auch wenn ich es nicht gedacht hätte, ich genieße so krass die Zeit zu Hause. Seitdem sie geboren ist, ist es auch ein richtiges Zuhause geworden. So, jetzt wird gekocht. Beschreib dein Leben in einem Wort, seitdem du Imani hast. Knast. Leute, wir gehen nicht raus, wir sind nur zu Hause, wir kriegen keine Luft. Wir brauchen Stickstoff, Sauerstoff, Endorphine, Melatonine. Wir brauchen Luft. Ist kalt, ist kalt. Guten Morgen, Amerika. Imani ist wach. Warum lässt du uns nicht schlafen? Ich kann eh nicht sauer sein, Mann. Ich kann eh nicht sauer sein. Hey, schon wieder Action im Hause, Jindawi. Tschö, Baba. Jetzt gib sie her. Gib sie her. Du bist vor ihre Kacke weggerannt. Das Ding ist so, du bist Mama. Sie fühlt sich nicht gut, wenn Baba die Kacke sieht. Sie denkt sich so, ich schäme mich vor dir, Baba. Deswegen hat sie so geweint. Ich habe gar nichts gesehen. Ich habe die Kacke nicht gesehen. Die war rosa. Rosa war die. Mit Glitzer. Rosa mit Glitzer, Baba. Rosa mit Glitzer. Der Baba-Tanz? Jalla. Baba, Baba, Baba. Baba, Baba, Baba. Baba, 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 Hey, ey, Walla, ihr Kopf riecht so schön. Sie riecht wie Baba. Zeig mal deinen Kopf. Riecht auch gut. Was ist das für eine Familie? Wir schnüffeln an Köpfe in der Nacht. Wow, ich liebe sie. Ich versuche die Liebe jetzt zu Imani zu beschreiben. Ich liebe sie so krass. Baba, konzentrier dich, ich mach grad ein Gedicht für dich. Ich liebe sie so krass. Voila, Luisa, ich meine das ernst, ne? Gesundheit. Gesundheit. Und Schönheit. Und Freiheit auch. Ich lieb dich einfach, Baba. Voila, ich lieb dich über alles. Du bist mein Fleisch und Blut. Du siehst aus wie Baba. Du siehst aus wie dein Vater bei dir. Was guckst du mich so an? Ich hab deinen Kaka nicht gesehen. Ich hab deinen Kaka nicht gesehen. Sie war rosa, so habe ich ein bisschen gesehen, mit Glitzer. Okay, Baba?
einmal noch schlafen, Imani. Und morgen kommt Tante Mila. Was glaubst du, was sie zuerst sagen wird? Mama oder Baba? Ich hab dir nicht gesagt, aber sie hat schon Baba gesagt. Ey, man steht auf, man ist einfach glücklich. Jeder Baba. Normal, man ist glücklich, wenn man 12 Stunden schläft. Ich musste schlafen wieder. Wie lange hab ich denn gestern geschlafen? Ich hab gestern 4 Stunden geschlafen, während du 8 Stunden geschlafen hast. Mach die Augen auf. Hier ist Baba. Was macht sie? Meditiert sie oder was? Ey, ich hole Mila gerade aus der Schule ab. Wie geht's dir, ja. Tante Mila? Gut. Was hast du gerade gemacht? Ich war in der Kocher und habe gekocht. Was hast du heute gekocht? Heute haben wir Börek gemacht. Börek? Ja. In der Schule? Ja. Heute ist ein besonderer Tag. Was? Wir kaufen richtig viele Geschenke für Luisa. Weißt du warum? Ah, bei ihm hätte ich schon gewonnen, weil die Mama ist. Genau. Mila hat sich fertig gemacht. Heute ist ein besonderer Tag, Leute. Aber nicht ein besonderer Tag für mich oder für Mila, sondern ein besonderer Tag für Luisa. Wir werden ihr mehrere Sachen holen. Wir wissen ehrlich gesagt noch nicht was. Wir fahren einfach durch Berlin und gucken, was wir Schönes kaufen können, um ihr eine Freude zu machen. Luisa hat uns das schönste Geschenk gemacht, was man uns nur machen kann. Imani war in ihrem Bauch. Sie hat Imani auf die Welt gebracht. Und ich finde, das muss man belohnen. Leute, auch wenn ihr nichts bekommt, versucht immer zu schenken. Weil Schenken ist was Gutes. Ihr müsst euch vorstellen, es gibt Menschen, die haben nicht so viel. Deswegen versucht immer zu schenken. Ich sag dir ehrlich, ich will ihr sehr, sehr viel schenken. Sehr viel und sehr viel schöne Sachen. Muss nicht teuer sein. Wenn es teuer ist, dann ist es halt so. Aber Hauptsache, wir machen sie glücklich. Ich würde sagen, wir gehen in ein Einkaufscenter und alles, was wir Schönes sehen, kaufen wir ihr, okay? Ja, okay. Gute Idee. Hey, du hier, ich hier drüben. Wer zuerst oben ist. Und los. Du hast verloren, du hast verloren. Nochmal von vorne. Wer runterfällt, hat auch verloren. Und los. Okay, nächstes Spiel. Wer zuerst am Fahrstuhl ist. Los. Ey, ich hab gewonnen, ich war zuerst am Fahrstuhl, du falscher Fuffi, du falscher Dorado. Ich wusste nicht, wo der Fahrstuhl ist. Seht nicht? Seht nicht. Die ist schön, oder? Richtig freuen. Leute, wir haben so viele Ketten gesucht, dann haben wir die schönste gefunden. Wie heißt das Zeichen nochmal? Es ist das Für-Immer-Zeichen. Also geht nie vorbei. Geht nie vorbei. Das heißt, unsere Liebe geht nie vorbei. Jetzt verstehe ich. Wir holen ihr 3 Schuhe, okay? Natürlich, für sie alle. Ja, wir haben alle 3. Luisa hat sich immer ein Glätteisen von Dyson gewünscht. Glätteisen, Dyson, kenne ich nicht, benutze ich nicht, aber soll gut sein. Nada, wir brauchen unbedingt Blumen. Und wie viel hast du? 6, 8, 10, 12, 14, 15 und 18 haben wir. Hast du nicht mehr? Das war's. Dann nehme ich die, die du hast. Die alle, ja? Ja. Wer Gutes gibt, der kriegt auch Gutes zurück. Hey. Wir haben alles geschafft, Mila. Komm, Mila, komm, hey. Ist dein Vater Straße oder was? Lauf. Wir sind fertig. Ich kann nicht mehr. Luisa hat Hunger. Sie ist ein bisschen angepisst. Kann ich verstehen. Wäre ich auch, wenn ich nicht wüsste, wo mein Mann ist. Wir holen jetzt noch Essen für Luisa. Und dann ist der Tag perfekt. Ich weiß, war anstrengend, aber Walla, sie wird sich so freuen, oder Mila? Sie wird so von Freude, glaube ich, heulen. Das ist alles für dich, weil du die beste Mama bist der Welt und weil du uns das größte Geschenk gemacht hast. Wenn wir nicht gestorben sind, leben wir noch heute. Seid ihr eingeschlafen?